Also ich bin Sibylle Anderl, ich bin Astrophysikerin, Wissenschaftsphilosophin und Wissenschaftsjournalistin. Ich arbeite bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung und leite dort das Wissenschaftsressort. Ich glaube, letztendlich ist der Grund wahrscheinlich, dass er so eine wunderbare Geschichte abgibt, die ja dann auch ein Stück weit wahrscheinlich losgelöst ist von den historischen Fakten. Aber das, was man heute von ihm erzählen kann, das ist einfach eine ganz, ganz schöne Geschichte, ein schönes Narrativ. Also es ist ja letztendlich eine Heldengeschichte. Einer, der erkennt, dass alle anderen falsch liegen, einen Irrtum entlarven kann, dem wirklich alle anderen anhängen, der dafür kämpft, der sich mit der Kirche anlegt. Also auch wenn das alles so einfach natürlich nicht gewesen ist und sehr viel komplexer ist, ist das die Geschichte, die man erzählen kann. Es ist eine schöne, überzeugende Geschichte. Und insofern ist es, glaube ich, eine Geschichte, wo sich viele drin wiederfinden können und die deshalb gerne immer wieder erzählt wird. Der Kopernikus verkörpert viele Eigenschaften, mit denen man sich natürlich gerne schmücken möchte. Also dieses kritische Denken gegen alle Vorurteile, die Genialität, auch das Einfache im Komplizierten zu sehen, das sind Dinge, die jedes Programm schmücken. Und dazu kommt natürlich er als Begründer des modernen Weltbildes, der eine wahnsinnige Transformation in dem Verständnis, das wir von der Welt entwickelt haben, eingeleitet hat. Und das möchte man sich natürlich gerne als Vorbild nehmen, sei es jetzt ja, die große Herausforderung, die vor uns steht im Kontext des Klimawandels, wo man neue Daten braucht, wo man neue Ansätze braucht. Energiewende wäre so ein anderes Beispiel eines Kopernikus-Projektes. Also dieses Revolutionäre, dieses alles ändern, alles in einen neuen Kontext hineinzubringen, das ist etwas, was man natürlich mit vielen Programmen gerne verfolgen möchte. Es ist unglaublich spannend, weil man natürlich sagen muss, das ist alles relativer Quatsch an vielen Stellen. Also das Bild, was man sich von den großen Wissenschaftlern, von den großen historischen Wissenschaftlern macht, hat mit den historischen Fakten meistens recht wenig zu tun, weil man gerne außer Acht lässt, dass diese Forscher jeweils in ihr Weltbild eingebettet waren, das damals herrschte, was damals verfolgt wurde. Das blenden wir wahnsinnig gerne aus. Wir stellen uns gerne vor, dass die Wissenschaftsgeschichte so ein linearer Ablauf des immer mehr Wissens ist. Und das waren einfach die Vorläufer, die dann logisch zu dem geführt haben, was wir heute denken und auch technologisch nutzen können. Natürlich war das nicht so. Wenn man sich die Originalschriften anguckt, dann sieht man, dass da Religion eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, dass das ganze Denken ein völlig anderes war als das, was wir heute verfolgen. Und insofern sind diese Vorstellungen, die man sich macht von diesen großen Forschern, oftmals nicht zutreffend und historisch sehr, sehr schief. Aber es ist ein Bild, was in der Wissenschaftsgeschichte in der Art, wie auch Wissenschaftler und Physiker und wie die Öffentlichkeit sie wahrnimmt, sehr verbreitet ist. Also diese Linearisierung des Weltbildes, als wäre alles ein logischer Fortgang mit unserem heutigen Wissen und unserer heutigen Weltsicht als logischer Endpunkt. Das ist eine spannende Frage, weil das natürlich immer die Frage an Astrophysiker ist, warum sollten wir uns mit dem Weltraum beschäftigen? Was kümmert es uns in unserem Alltag, was sich dort draußen im Universum tut? Und natürlich, das fängt bei Kopernikus an, bei der Frage, was unser Platz im Sonnensystem ist, aber das geht dann noch viel, viel weiter natürlich ins gesamte Universum hinaus. Und da würde man erstmal sagen, naja, wir Menschen haben uns schon immer diese Frage gestellt, in was für einem Kosmos wir leben. Das ist einfach etwas, was uns als Menschen in unserer Neugier ausmacht, dass wir diese Fragen stellen. Aber heute sind wir auch in der komfortablen Situation, dass wir jede Menge praktische Beispiele haben, die zeigen, dass unsere Beschäftigung mit dem Weltraum sehr, sehr alltagsrelevant ist. Also man kann mit den Satelliten beginnen, ohne die ja unsere Navigationssysteme nicht funktionieren würden, unsere Kommunikationssysteme. Wir könnten mit dem Klimawandel gar nicht so umgehen, wenn wir nicht die Daten und die Informationen von Satellitenprogrammen hätten. Also das ist schon mal eine sehr, sehr naheliegende und überzeugende Anwendung von Weltraum, die zeigt, wie wichtig das ist. Und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele Anwendungen, die aus Technologieentwicklungen entstanden sind, die ursprünglich für Astrophysik oder für Raumfahrt vorgenommen wurden, die dann aber wieder zurück zu uns in den Alltag gekommen sind. Also Beispiel,
was vielleicht viele gar nicht unbedingt wissen, WLAN-Netze wurden von Radioastronomen entwickelt. Da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele auch. Und insofern scheint der Weltraum zwar immer sehr weit von uns entfernt zu sein, aber letztendlich gibt es ganz, ganz viele Punkte in unserem Alltag, wo er Relevanz entfaltet. Ich glaube, die Astronomie eignet sich in ganz besonderem Maße als Dialogdisziplin. Schon alleine einfach deshalb, weil dieser Blick in den Nachthimmel, in den Sternenhimmel etwas ist, was alle Menschen teilen. Genau wie die Fragen, die wir uns stellen, wenn wir diesen Blick genießen. Und das ist auch etwas, was sich natürlich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Insofern hat man da schon mal eine Gemeinsamkeit, über die man in den Dialog kommen kann. Gleichzeitig ist Wissenschaft heute natürlich ganz extrem, aber auch damals schon immer ein internationales Unterfangen. Und das sieht man ja auch schon, wenn man sich die Zeit von Kopernikus anschaut und wie seine Arbeit auch aufgenommen wurde, wie das Wissen durch Europa transferiert wurde, durch reisende Wissenschaftler, die diskutiert haben. Also da sieht man schon, Wissenschaft basiert ganz zentral darauf, dass Menschen sich austauschen, dass sie in Kontakt stehen, dass sie ihre Ideen diskutieren. Und insofern glaube ich, ist es sowohl wissenschaftshistorisch als auch im größeren Rahmen der Astronomie überhaupt ein ganz wunderbares Thema, um international einen Dialog zu beginnen. Na, auf der einen Seite sind wir ja gerade in einer Phase, in der wir merken, dass es immer mehr Menschen gibt, die sehr grundlegende Wissensinhalte, die aus der Wissenschaft kommen, in Zweifel ziehen. Was ja auch wieder Anknüpfung an Kopernikus hat. Immer mehr Menschen glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, die Flat Earth Theory. So absurd das klingt, diese Menschen gibt es ja wirklich. Wo die skeptische Haltung dem Mainstream gegenüber völlig falsch verstanden wird und in eine völlig falsche Richtung pervertiert wird letztendlich. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo wir uns heute die Frage stellen müssen, wie generieren wir Wissen, auf welcher Grundlage, welche Dinge halten wir für wahr, was müssen wir anzweifeln und was nicht. Und ich denke, das sind alles Fragen, die heute höchste Aktualität haben, einfach deshalb, weil Wissenschaft für unsere Gesellschaften so wichtig ist wie selten zuvor. Und insofern glaube ich, ist das ein guter Anlass, sich über all diese Dinge Gedanken zu machen. Wie generieren wir Wissen? Wie gehen wir mit Zweifel um? Was können wir voraussetzen und was sollten wir anzweifeln?